Mannheim. Hier wurden Gleichstromkabel verschiedener Hersteller unter die Erde gelegt und monatelang getestet. Der Grund? Die Energiewende ist in vollem Gang. Und die Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW, Tennet, Amprion und 50 Hertz arbeiten intensiv an den Netzen für die Energiewelt von morgen und übermorgen. Klimaneutraler Strom wird vor allem von Windkraftanlagen im Norden erzeugt. Der größte Bedarf besteht hingegen in den Ballungsräumen im Süden Deutschlands. Für den Transport sind deshalb leistungsfähige überregionale Trassen notwendig, beispielsweise Südlink. Knapp 20 cm dicke Gleichstrom-Erdkabel aus Kunststoff befinden sich bereits im Einsatz, bisher aber nur mit einer Spannung von 320 kV. Jetzt wollen die Netzbetreiber Erdkabel mit 525 kV einsetzen, bei fast gleicher Größe, weltweit zum ersten Mal in dieser Form. Der Vorteil? Mit der höheren Spannung kann die benötigte Menge an Kabeln verringert werden. Das bedeutet weniger Aufwand beim Bau und weniger Eingriffe in Böden und Landschaft. Umfangreiche Planungen und Tests in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut CESI garantieren Langlebigkeit und Verlässlichkeit der neuen Technologie. Wir testen hier unsere 525 KV-Kabel auf ihre technische Reife. In diesen Tests versuchen wir, 40 Jahre Betriebsdauer innerhalb von einem Jahr zu simulieren. Diese 40 Jahre simulieren wir dadurch, dass ein Jahr lang das Kabel wechselnden Spannungsbelastungen, Strombelastungen ausgesetzt ist und am Ende noch eine Impulsbeanspruchung von bis zu 1100 kV, also eine Art Blitz, abkönnen muss. Nach diesem intensiven Stresstest werden die Kabel wieder ausgegraben und gründlich untersucht. Wir schneiden also die Kabel auf, schauen rein, gibt es Alterungsspuren und wenn nicht, dann ist der Test bestanden. Die erfolgreichen Tests sind ein wichtiger Schritt für die deutschen Übertragungsnetzbetreiber auf dem Weg zum Netz der Zukunft.